Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Breaking Point. Ich muss sagen, was ich bis jetzt so gesehen habe, macht mir echt Spaß. Auch wenn man sich hier an einiges erst einmal gewöhnen muss. Ich versuche nach wie vor, das Airfield zu erreichen, weil ich mir erhoffe, dass da das ein oder andere Loot liegt, den man gebrauchen kann. Wer die erste Folge da nicht gesehen hat, ich zeige noch mal ganz kurz, was ich habe. Ich habe hier so ein Ranger-Belt, ein Back, Fernglas, ein Rifle hier, eine Browning, eine Toolbox, Kompass, Uhr, eine Karte. Ja, diverses Zeug. Das Scope passt hier leider nicht drauf. Painkiller, naja, alles Mögliche. Und wir sind hier in oder auf Altes, auf der Map Altes. Und die ist gigantisch groß. Also man läuft und läuft. Oh, guck mal, da ist Loot. Was zu essen, schadet nicht. Anders als bei DayZ hat man hier jetzt keine Anzeige, dass man was essen muss, was trinken muss. Der macht das hier mehr oder minder mit Geräuschen klar. So, was ich bis jetzt festgestellt habe. Was ich halt nicht mache, ich spiele jetzt nicht tagelang vor und gucke mir alles an und lasse dann den Pro-Gamer raushängen. Nee, ich spiele das mit euch, also ich zeichne auf, wenn ich spiele. Na, deswegen passieren mir dann auch nochmal solche Sachen. So, da liegt wieder Loot. Flashlight Attachment können wir auch nicht anbringen. Oh, jetzt haben wir es auf den Boden gelegt. Painkillers nehmen wir nochmal mit. Na komm, die nehmen wir auch mal mit. Jetzt will noch mal gucken, was wir für das Zelt brauchen. Auf jeden Fall kein Waterproof Tape. Okay. Warte mal, wie sind wir jetzt gelaufen? Von da. Okay, also weiter in die Richtung. Nee. Sich mir selber ein Beinchen gestellt. So. Da irgendwo befinden wir uns. Also wenn ich jetzt hier reinscrolle, ich sehe meinen Player nicht. Wahrscheinlich, weil ich kein GPS habe. Das kann man, glaube ich, auch noch finden. Ja. Na, gucken wir mal nochmal danach. Noch ein bisschen was zu essen. Das nehme ich sicherheitshalber mal alles mit. Das habe ich häufiger, dass er nur geht und weiß auch nicht, wie man das wieder ausschaltet. Oh, guck mal, da ist ein Zombie. Warum schaltet er denn jetzt in die... Jetzt rappelt mein Controller wahrscheinlich gleich wieder. Ja, tut er auch. Also nochmal wieder weglegen. Der liegt immer auf dem Big Tower rum. Und das Teil ist eben aus Metall. Und bei jedem Schlag vibriert der, was dann eben diese Geräusche macht. So. Der macht einen Moonwalk hier. Hat aber auch nichts dabei. So, jetzt müssen wir mal irgendwie einen Orientierungspunkt finden. Werfen wir nochmal einen Blick auf die Map. Ja, irgendwo hier sind wir. Jetzt zoomen wir mal ein bisschen raus.
Da ist das Airfield. Ich hoffe mal, dass die Karte genordet ist, aber sieht so aus. Das heißt, wir müssen... So, wenn wir jetzt nach Norden blicken... Das wäre Norden. Jetzt nochmal auf die Map gucken. Ah, westlich fast. Nordwestlich. Also, ui. Der war schnell. So in diese Richtung, ne? Blenden wir den Kompass wieder weg. Axt wieder weggepackt und dann laufen wir mal. Also da sieht man, jetzt läuft er wieder normal, hat sich hingekniet, warum auch immer. Okay, aber die Richtung stimmt. Hoffe ich zumindest mal. Und dann schauen wir mal, dass wir beim Airfield ankommen. Da waren wir schon drin. Ja, ich finde es ist mal eine erfrischende Abwechslung auf der einen Seite zu DayZ. Auf der anderen Seite, also der Standalone, auf der anderen Seite ja, hat das ja hier auch so seine eigenen Komponenten, die da eben abweichen, wie so ein Crafting-System, dass man sich ein Zelt bauen kann, was auch immer man dann mit dem Zelt machen kann. Weiß ich nicht, ob das so eine Basis ist, die man dann hat. Ob man da Loot drin ablegen kann. Ah, ein bisschen weichen wir gerade ab. Oder was auch immer man damit machen kann. Ich will auch versuchen, so unbedarft wie möglich an das Ganze ranzugehen. Also nicht mir vorher schon alles anzugucken. Also so zu spielen wie du und ich. Ne? Nix wissen und rein ins Getümmel. So, haben wir ja noch was? Nö. Sind wir doch mal ehrlich. Ich meine, wer liest ein Handbuch groß oder wer... liest erstmal alle möglichen Tutorials. Eigentlich kauft man sich so ein Spiel, packt das aus, installiert und rein ins Vergnügen. Und genauso mache ich das auch. So. Und wir hoffen, dass hier gleich mal irgendwo ein Dorf kommt. Also man sieht schon, ne, das ist alles sehr, sehr weitläufig hier. Mal gucken, ob wir da silhouettenmäßig was erkennen. Ne? Das Ding können wir wieder wegpacken. Ah, Richtung passt noch in etwa. So, das heißt, die ersten Folgen jetzt hier werden mit hoher Sicherheit eben viel daraus bestehen, ein wenig über Land zu reisen. Da rennt der nächste Zombie. Die finde ich auch sehr witzig animiert, muss ich auch schon sagen. Und es ist gerade im Moment akut, also ich nehme ja einige Folgen DayZ auf, da bin ich jetzt glaube ich bei der 54. oder so. Und seit dem letzten Patch ist das schon sehr schwierig geworden. Also mir stürzt der DayZ-Client sehr häufig ab, was eher nervig ist, wenn man dann gerade von 10 Zombies verfolgt wird. Und das heißt, er stürzt nicht wirklich vollkommen ab, aber er schaltet sich eben so in den Hintergrund. Man sieht dann den Desktop, das ist eine tolle Sache. Aber man ist dann eben noch online im Game. Und die Zombies vermoppen einen in der Zeit. Da kann man dann den Task echt nur abschießen und hoffen, dass man beim nächsten Einloggen noch lebt. Das stört mich ein bisschen an DayZ im Moment, aber trotzdem ist das eins der geilsten Spiele in der letzten Zeit, die so rausgekommen sind.
Und ich denke, das werden sie auch wieder rauspatchen, die Schwierigkeiten, die sie sich mit dem neuesten Patch da reingedrückt haben. FPS-Einbrüche sind extrem im Moment. Nur wenn ich mir das hier angucke, das sieht grafisch besser aus. Und ich habe hier die erheblich höheren Frameraten. Wie gesagt, hoffentlich Daumen drücken, bekommt DayZ Standalone irgendwann mal die Arma 3 Engine. Das wäre uns allen ja zu gönnen. So, aber nichtsdestotrotz, jetzt sind wir hier nicht bei DayZ, jetzt sind wir bei Breaking Point und versuchen das Airfield immer noch zu erreichen. Richtung müsste noch einigermaßen stimmen. Ich guck mal. Oh, guck mal, jetzt aus dem vollen Lauf das Fernglas gegriffen, dann schmeißt er sich gleich hin. Da oben ist eine Hütte. Auch nicht schlecht. Packen wir es mal wieder weg. Jetzt läuft er wieder nur. Oder geht wieder nur. Also hat auch noch so seine Problemchen. Aber es ist dennoch sehr interessant. Und ich glaube, in diesen Zombie-Survival-Games, da muss es regnen. Als wäre es nicht schon schlimm genug wäre, dass man von Zombies gejagt wird. In dem Spiel hier von Gesetzlosen und anderen Huntern und was weiß ich was. Zusätzlich. Und da muss auch noch regnen. So, was haben wir denn da? Sah seltsam aus. Hausgerippe. Aus, als wenn da irgendwie ein paar Euro-Paletten auf ein paar Stelzen gebaut worden sind. Naja. So. Gucken wir mal nach, ob da was zu finden ist. Jawohl. Ah, Moment. Lass mal nachschauen. Haben wir eigentlich schon Hammer? Nö. Und jetzt nochmal eben auf den Kompass gucken. So, hier Richtung 1000, da müsste irgendwann dann das Airfield kommen. Wie gesagt, ich habe einmal ganz kurz auf dem kanadischen Server gespielt. Die haben aber wohl einen eigenen Hive, also wo die Charaktere abgespeichert werden. Und das heißt, das ist nicht dieser Charakter. Mit dem haben wir ja hier neu angefangen. Ja, guck mal da oben, da steht irgendwie ein Turm oder was? Nee, oh nee, eine Kirche. Oder irgendwie was in der Art. Sieht von hier aus erstmal wie ein Türmchen. So, und da laufen wir hier einsam und alleine durch die Pampas. Haben einen nassen Arsch. Wahrscheinlich Hunger wie ein Bär. Ah, jetzt haben wir mal hier so einen kleinen Serverleck gehabt. Aber das hält sich hier sehr in Grenzen. Also der Server ist schwer wirklich auf die Server drauf zu kommen, weil die rappelvoll sind. Na, also wer Arma 3 hat, der sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. So. Ich habe jetzt hier vor dieser Aufnahme DayZ aufgenommen und da habe ich das Crossbow gefunden.
und musste mich nun entscheiden, ob ich die M4 oder den Crossbow nehme. Und naja, schaut es euch mal an. Ist eine ganz lustige Folge. So, da ist ein Haus. Da gehen wir mal hin. Oh, jetzt habe ich aber ein bisschen außer Acht genommen. Nö, geht noch. Gedacht, ich wäre jetzt hier falsch gelaufen. Was ist denn das da drüben? Windmühlen, okay. Oh, da kommt Herr Zombie. Nee, nicht umdrehen. Oh, der hat mich aber ganz schön getroffen. Was machen wir jetzt? Painkillers nehmen? Oder eine Bandage? Lecko Fadi. Nee, hilft auch nicht. Na komm, eine Soda drauf. Was essen. Hinlegen. Keine Ahnung, was der... Mal die Waffe wegpacken. Das ist natürlich jetzt schlecht, wenn jetzt auch noch Zombies kommen. Angenockt und halb blind durch die Pampas. Ah, egal, wir halten trotzdem mal auf den Flughafen zu, auf das Airfield. Oh, jetzt sehe ich nicht mal mehr. Der Herzschlag dröhnt in meinen Ohren hier. Oh, 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 oh. Nicht, dass ich gleich ohnmächtig werde hier. Noch irgendwas? Sieht nicht so aus, als wenn wir noch irgendetwas hätten, was wir nehmen können. Ja, okay, liebe Freunde. Werden wir das überleben? Kommen wir am Airfield überhaupt an? Fragen über Fragen. Das werden wir aber erst in der nächsten Folge sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dann und ciao.